Hallo, mein Name ist Timothy Sonderisken. Ich bin der Programmleiter von DotBooks. Das bedeutet, dass ich gemeinsam mit unserem Team auswähle, was wir veröffentlichen. Das heißt, ich suche nach den richtigen Autoren und sorge dann dafür, gemeinsam mit dem Team, dass die Bücher veröffentlicht werden. Das heißt, ich organisiere den kompletten Herstellungsablauf von der Redaktion über das Korrektorat bis dann eben zur technischen Umsetzung. Ich kümmere mich mit den Kollegen gemeinsam um die Cover und schreibe die Texte. Als Programmleiter von DotBooks habe ich dann auch noch ein paar darüber hinausgehende Aufgaben, zum Beispiel eben das Schreiben von verschiedenen Informationstexten, der Kontakt zur Agentur und ganz, ganz viel mehr. Deswegen ich auch immer sage, das Leben des Lektors, Klammer auf, des Programmleiters, es ist hart und entbehrungsreich. Ich arbeite, seit ich 21 bin, in verschiedenen Verlagen. Das waren immer sehr große Verlage, zwischen 60 und 130 Mitarbeitern. Und habe da im Laufe der letzten 20 Jahre wirklich alles mitbekommen, was man in einem großen Verlag lernen kann. Als ich dann Ende letzten Jahres für mich beschlossen habe, dass die Zeit bei meinem letzten Verlag nach 14 Jahren sich doch langsam seinem Ende nähern sollte, habe ich sehr lange überlegt, was ich mir als nächste Herausforderung suche. Und DotBooks war eigentlich genau die Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt habe. Bei DotBooks arbeite ich in einem kleinen Team, ganz eng mit den Kollegen zusammen. Es gibt keine langen Entscheidungswege, sondern wir können ganz viel sehr kreativ und unmittelbar entscheiden. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und es ist für mich eine unglaublich spannende Aufgabe, bei der Entstehung eines Verlags wirklich vom ersten Moment an dabei zu sein. Das habe ich so in dieser Form noch nicht gehabt. Es gibt es auch in dieser Form ganz selten noch in Deutschland, weil die meisten Verlage ja zu einem großen Konzern gehören und deswegen sofort in so einer Struktur drin sind. Und das Schöne bei DotBooks ist, dass wir diese Strukturen von Anfang an neu schaffen, alles selber entwickeln, alles selber entscheiden. Das ist natürlich sehr anstrengend, hier erwähnt ihr ja schon mal, hart und entbehrungsreich, aber das gibt einem natürlich auch eine unglaubliche Energie und macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Dazu kommt, dass für mich DotBooks deswegen ein idealer Verlag ist, weil ich glaube, dass die Zukunft der populären Unterhaltung im E-Book liegen wird. Es wird weiterhin gedruckte Bücher geben, es wird aber auch ganz stark den E-Book-Bereich geben. Und für mich als Programmmacher ist es sehr interessant, dass ich mit meinen Autoren unglaublich kreativ arbeiten kann. Weil wir Serien gemeinsam starten können, weil wir nicht nur über ganze Romane nachdenken müssen, wir können auch über kurze Formen nachdenken, über, ja, wie gesagt, Serien, die ich gerade schon mal gesagt habe, aber auch über Novellen, über längere Kurzgeschichten. Und das gibt eine ganz eigene Energie, gibt ganz eigene kreative Ströme, die ich bisher nicht nutzen konnte und die deswegen für mich in der Form bei DotBooks unglaublich attraktiv sind. Für die Frage, was ich ganz konkret im Moment mache, bin ich jetzt mal wirklich weg von meinem Arbeitsplatz gegangen, vom Computer und habe mich hier aufs verlagseigene Sofa gesetzt und täusche damit eine gewisse Entspannung vor, die wir so in der Form bei DotBooks aber gar nicht kennen. Wir sind ein kleiner Verlag, deswegen machen wir alle unglaublich viel gleichzeitig und die Frage, was jetzt ganz konkret im Moment passiert, kann eigentlich immer beantwortet werden mit 5 Sachen mindestens. Wir haben jetzt Anfang November, das bedeutet, dass wir unter Hochdruck die allerletzten Bücher fertig machen, die noch im Dezember bei uns erscheinen werden. Wir sind außerdem damit beschäftigt, die Produktion fertig zu machen, die im Januar, Februar, März und April nächsten Jahres erscheint. Wir werden morgen die Programmplanung für dann eben April, Mai und Juni machen. Und da sind unterschiedlichste Aufgaben gefordert. Was mich im Moment gerade sehr umtreibt, ist, dass ich die Cover-Illustration für ein paar Bücher suche. Cover-Illustrationen raussuchen ist relativ schwierig, weil es auf der einen Seite natürlich das Buch optimal wiedergeben soll. Es soll den Leser neugierig machen, es soll plakativ sein, aber nicht zu kleinteilig. Es soll bunt sein, aber nicht zu farbig. Es muss erschwinglich sein für uns, weil wir sind ein kleiner Verlag, wir können also jetzt kein Bild für 1000 Euro einkaufen. Und wie gesagt, es muss allen beteiligten Menschen gefallen. Es muss uns hier gefallen, es muss dem Autor gefallen und vor allen Dingen muss es später dem Leser gefallen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, ich bin fast geneigt zu sagen, diese Aufgabe ist hart